Ich überlege die ganze Zeit, wie ich mit dem Video anfangen soll. Okay, eigentlich bräuchte ich das gar nicht zu erzählen. Aber ich glaube, um zu verstehen, dass ich in den nächsten Videos, die ich drehen werde, vielleicht nicht so mega euphorisch und super happy bin und nicht wie sonst. Es ist, glaube ich, wichtig, kurz zu sagen, dass Urmel, da liegt er, dass Urmel und ich seit einer Woche alleine sind. Ich musste. Ich musste den Shaggy einschläfern lassen. Und viele von euch, die mir schon die letzten Jahre folgen, kennen ihn natürlich und haben ihn immer wieder mal in meinen Videos gesehen. Ja, Shaggy wurde jetzt 15 Jahre alt dieses Jahr. Und ich habe schon in den letzten Monaten gemerkt, wie sehr er körperlich abgenommen hat, und ja, deswegen habe ich letzte Woche die Entscheidung getroffen, ihn einschläfern zu lassen. Er hatte keine Schmerzen. Und ja, ich habe immer gesagt, dass ich nicht möchte, dass meine Tiere sich quälen. So egoistisch bin ich nicht, auch wenn es einem sehr, sehr schwer fällt und man immer denkt, vielleicht wird es ja wieder, vielleicht wird es ja wieder, aber Shaggy hatte jetzt Arthrose, er ist immer wieder weggeknickt und hatte jetzt zum Schluss kein Blut mehr in den Adern. Wir wissen tatsächlich nicht, wo das Blut hin ist. Er war den letzten Tag ganz, ganz schwach auf den Beinen, konnte nur zwei Schritte laufen und er wollte auch nicht mehr. Er hat sich auch von mir komplett abgewandt und hat sich zurückgezogen, was ein klares Zeichen bei Tieren ist, dass sie nicht mehr leben wollen. Er ist auch freiwillig ins Katzenkörbchen bzw. in die Transportbox gegangen, was definitiv für mich ein Zeichen war, okay, er will nicht mehr. Ja, es ist natürlich sauhart für mich, weil 15 Jahre echt eine lange Zeit ist. Ich habe ihn damals mit 19 von so einer Pflegestation gerettet, und ja, er hat halt mich begleitet von meinem jungen erwachsenen Ich zur Frau. Und ja, er hatte, glaube ich, ein schönes Leben. Und ja, aber jeder, der Tiere hat, jeder, der schon mal in dieser Situation war, weiß, dass das nun mal die besten Freunde sind. Und ja, das sehr, sehr hart für die Herrchen ist. Und ja, deswegen hatte ich das Bedürfnis, das einmal irgendwie mitzuteilen, weil ich kann mich nicht jetzt einfach so vor die Kamera setzen und einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen. Nichtsdestotrotz, also es ändert halt nichts daran, dass ich natürlich weiterhin die Videos jetzt drehe, und auch jetzt wollte ich ja eben mehr Videos machen. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst, warum ich vielleicht von meiner Stimmung her jetzt nicht so gut drauf bin. Ja, das einmal dazu. Urmelchen und ich sind jetzt alleine, und der Shaggy, der ist im Garten
vergraben. Der hat ein ganz, ganz tolles Grab. Und jetzt müssen Umel und ich erstmal gucken, wie wir beide so alleine miteinander zurechtkommen, weil Urmel muss natürlich auch seine Rolle erstmal im Rudel finden und ich merke, dass er da ganz, ganz große Probleme mit hat. Der putzt sich den ganzen Tag und ja, er ist so ein bisschen damit überfordert. Ja, seine neue Rolle als Rudelführer im Prinzip. Also ich bin ja der Boss im Rudel, aber er hat natürlich auch seine Rolle. Tja. Da muss er sich jetzt auch erstmal reinfinden. Ob der Urmel irgendwann wieder einen Freund kriegt, das weiß ich jetzt noch nicht. Dafür ist es halt gerade auch einfach zu früh und ja. Aber wenn es soweit ist, dann sage ich euch natürlich auch Bescheid und ja. Genau, das wollte ich nur einmal loswerden. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss.